Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag zu Let's Play Metroid Fusion. Kann sein, dass ich wieder anders klinge, denn mein Ding ist schon wieder runtergefallen und hat schon wieder den Sound geändert. Ich war darüber gerade sehr glücklich und habe mich übelst gefreut. Deswegen bin ich jetzt auch sehr guter Laune. Naja, aber hier dürfen wir auf jeden Fall erstmal speichern. Das ist doch auch schon mal eine ganz nette Sache. Du brauchst die Maus nicht mehr aus dem Bild ziehen. Ich habe sie deaktiviert. Sie kann nicht mehr aufgenommen werden. Okay, egal. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich werde allerdings einmal eine kurze Pause machen, um zu gucken, ob es gut klingt. Sorry. Hallihallo, Leute. Ja, ich klinge etwas anders und mir ist gerade eine ganze Aufnahme verloren gegangen. Ich war schon da unten. Also was heißt, das waren jetzt 3 Minuten oder sowas. Ich war da unten gewesen. Dort kommen wir nicht weiter, weil da eine Wand ist, durch die wir durchlaufen müssen. Da kommen wir nur 3 Meter weit oder so. Also das lohnt sich nicht, da weiterzugehen. Hier müssen wir weitergehen. Ich war nämlich schon... Ja, hier laggt es immer. Da kann ich nichts gegen tun. Und ich habe es auch gerade lang und breit probiert. Beim Endboss laggt's. Boah. Hier, da geht's, sofern ich die ein bisschen getötet habe, da gleicht sich das wieder aus. Beim Endboss wird es auf jeden Fall überhaupt immer lecken. Was will ich sagen? Überhaupt? Wird es auf jeden Fall immer lecken, ja? Das ist hier nach dem Kollegen. Na? Oh, geil. Eben gerade hat der 13 auf mich geschossen, bevor er mich reingelassen hat. Und hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier gibt es nämlich einen Energieball. Container, was rede ich? Ich kann nicht mehr richtig reden. Ich weiß nicht mehr, wovon ich quatsche. Und hier kriegt man einen Energiecontainer. So, ich habe jetzt gerade Ewigkeiten an meinen Einstellungen rumgeschraubt. Es ist trotzdem nicht gut. Es leckt in diesen Räumen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Okay. Aber ich werde hier jetzt mal einen Shape State setzen. Weil mir meine Haarlänge gerade gefällt. Hallo? Irgendwie sehe ich es nicht. Mal gucken, klappt's? Ja, hat geklappt. Ne? Ja. Und ich muss mal erstmal kurz was gucken. So, okay, gut, ich bin vorbereitet. Das Problem ist, der Endboss ist ziemlich schwer, ja? Und ich muss damit kämpfen, dass das auch noch die ganze Zeit laggt. Ich hatte ihn gerade schon zur Hälfte fertig und habe es beim Probieren mit dieser hier schon mal geschafft. Weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich es überhaupt packe, weil bevor ich hier aufnehme und es einfach nicht packe, weil es so scheiße läuft. Naja, gut. Die erste Phase ist das Behinderte, das muss ich möglichst schnell durchkriegen. Die zweite Phase habe ich jetzt so ein bisschen raus. Die macht allerdings wesentlich mehr Schaden, aber da gibt es wenigstens ein Pattern dahinter. Hier komme ich jetzt gerade nicht durch. So, hier. Er kann jetzt die, oh ja, jetzt geht alles auch schnell und dann wieder ganz langsam. Das bringt ihn ein bisschen aus Konzept, wenn es kacke aussieht. Das liegt daran, dass es hier leckt wie die Sau. Na? Ja, also hier. Er weint da, weil ich auf das Ding schieße. Ich möchte diese Phase möglichst schnell rumhaben. Deswegen springe ich in das Ding einfach nur rein und schieße. Wenn ich manchmal ein bisschen dumm schieße, dann liegt das daran, dass die Steuerung nicht hinterherkommt. Weil es einfach so übel laggt. Oh. Komm schon. Nein, jetzt hat er mich rausgescheucht. Ja, ich komme mit meinem Laser da nicht durch. Obwohl ich ja eigentlich eine Plasma-Beam habe, die eigentlich durch Gegner durchschießen kann. Aber durch das Ding wohl anscheinend nicht. Ah, das Ding ist kaputt. Okay. Okay, Phase 2, dann lass mich vorbei. Argh! So, okay, jetzt geht's ein bisschen besser. Aha. Naja, das war zum Beispiel auch Treffer wegen Lag. So, wenn ich jetzt Glück habe, dann geht er da oben hin. Dann gehe ich hier hin, einmal rumrennen und springe mit dem Space Jump über ihn rüber. Ja, der hat schon wieder nicht geklappt, wegen Lag wahrscheinlich. Weil normalerweise kriege ich den hin. Ja. Und jetzt hängt es halt ab, wie viel Schaden ich abkriege. Die Schüsse sind schon eklig. Also, das wollte ich doch gar nicht. Spring hoch! Verdammt. Die Schüsse sind schon eklig, aber wenn er mich berührt, ist noch schlimmer. Das heißt, ich muss echt gucken, dass er mich nicht berührt. Ja, wie sollte ich denn da jetzt bitte ausweichen? Und da kriege ich auf dem Rückweg auch noch eine. Und dann hängt er jetzt ziemlich weit oben. Das finde ich immer, wie gesagt, oder finde ich besonders scheiße. Weil dann ist es nämlich sehr schwierig, seinen Schüssen auszuweichen, da ich sehr getimed springen muss. Und das einfach nicht möglich ist mit diesem Dreckslag. So, vielleicht habe ich aber ein bisschen Glück beim Ausweichen. Nein, habe ich nicht. Ja, es springt da nicht. Auch schön. Springt er gleich wieder nicht. Ne? Nö, er bringt sich erstmal hin. Gut, ich weiß nicht, ob ich das wirklich gedrückt habe. Es ist kein Spaß und ich hoffe, dass wir diesen Gegner schnell beenden und ich nie wieder so ein komisches Dreckslag habe, wie in diesem Level. Ich habe echt richtig viel rumprobiert. Und vielleicht habe ich jetzt diesmal mal Glück, dass er sich nicht so behindert verhält, wie die ganze Zeit schon. Jetzt. Sondern so und dann einmal hier rumfliegt und dann muss ich einfach noch rüberspringen. Das ist der beste Fall. So wollte ich es eigentlich auch haben. Ja, jetzt werde ich getroffen von dem Scheiß. Und wenn ich jetzt mal schnell bin,
Dann... Ja, oh, ich wollte gar nicht landen, danke. Ja, das macht das Spiel halt wahnsinnig schwierig jetzt auch noch, weil, wie gesagt, der ist sowieso schon ein Drecksgegner. Und hätte ich jetzt nicht ein bisschen schon getestet, hätte ich den auf jeden Fall nicht geschafft. Und, oh, nochmal. Macht er noch eine Runde. Oh, jetzt fängt er aber weit vorne an. Da habe ich ja kaum Zeit, den zu beschießen. Und ich treffe ihn auch nicht. Nein. Oh, komm, wenigstens einen Treffer will ich haben. Dankeschön, jetzt bin ich weg. So, komm. Oh Gott. Tut mir leid, es ist auch keine schöne Freude, sich das anzugucken. Das macht auch mir keinen Spaß, wirklich. Boah, wie weit oben er ist. Naja, wenigstens schießt er jetzt über mich rüber. Okay. Ah, ich wollte mich festhalten. Jetzt geht er auf einmal wieder ganz schnell. Dann wieder ganz langsam. Wenigstens noch eine mitgegeben. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. So. Also wenn nicht, dann werde ich ihn, glaube ich, offscreen besiegen. Also beziehungsweise zumindest so weit, dass er aus dieser Form rauskommt, weil ich habe keinen Bock, euch das hier die ganze Zeit zu zeigen. Das ist auch einfach nur nervig. Finde ich. Also, keine Ahnung. Ah, ist es geschafft. Okay. Gut, wir haben es gleich gepackt. Na, das ist so eine schöne Sache. Jetzt darf ich mich nur natürlich nicht von der Kugel töten lassen. Jetzt lässt das Lag aber auch nach. Zumindest ziemlich. So muss dieser ganze Raum machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also in diesem Raum, wahnsinniges Lag. Und, ja, das war schon wieder so eine Geschichte. Ich habe Springen gedrückt, aber er reagiert nicht drauf, weil es gerade in einem Lag passiert. Und jetzt noch ein Schuss und dann hat sich das Ding erledigt. Danke. Lag weg. Na, ziemlich. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen optimieren noch weiter. Aber ich weiß es nicht. Ich habe eben gerade schon alles Mögliche probiert. Egal. Gravity Suit einsatzbereit. Erleichtert. Bewegung im Wasser. Was? Erleichtert, Punkt. Bewegung im Wasser. Hm. Okay, ich habe mich wahrscheinlich gerade erleichtert oder sowas. Sie hat ja in ihren Suit gekackt oder sonst was. Und jetzt schmiert das alles ein bisschen besser. Was weiß ich. Habe ich nicht verstanden. Jetzt kann ich natürlich im Wasser genauso rumlaufen wie in jedem anderen Bereich. Also wie in der Luft quasi. Kann mich wesentlich schneller bewegen. Das ermöglicht mir jetzt nämlich zum Beispiel auch... Na? Ja, den kann ich immer noch nicht besiegen. Habe ich das letzte Mal schon probiert? Oh, okay. Das ermöglicht mir jetzt auch zu laufen im Prinzip. Ja, wie ich hier das auch brauchen werde jetzt. Ich muss hier durchlaufen. Das war also die Wand, die ich meinte, wo ich aber nicht durchkam oder was ich euch nicht zeigen konnte, weil Baum. Du hast keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme, Schatz, oder? Okay, Schatz hat keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Nur mal so zu Protokoll gegeben. Das kann ich aber gleich mal prüfen. Und rennen wir gleich weiter, komm. Wieso hat er aufgehört? Ich wollte doch gar nicht aufhören. Weiß nicht, hat's mir überhaupt was gebracht? Nö. Okay. Aber hier gab es doch irgendwo Stellen, wo ich nicht weiterkam deswegen. Oder? Oder auch nicht. Nö, keine Ahnung. Da oben war noch ein Weg. Ach so, ja, stimmt. Das war der Weg A zum... Mhm. Okay, ja, eigentlich ist nichts mehr los. Heißt das Rückweg. Aber ich gucke erstmal, wie lange das jetzt alles geworden ist. So, wunderbar. Okay, wir haben uns gerade auch... Oh, ist das schön, sich wieder vernünftig bewegen zu können. Ich habe erstmal gerade... Ups. Naja, irgendwie leckt es immer noch ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, ob es heute ist oder ob es einfach am Wasser liegt. Ja, jetzt geht es aber wesentlich schneller. Bin sogar nicht mehr gewöhnt. Jetzt renne ich auf einmal so fix. Ich bin das... Fühle mich total unwohl. Weil das Spiel auf einmal irgendwie so schnell läuft für mich gefühlt. Aber so ganz gut läuft es immer noch nicht. Na, egal. Ich möchte nicht den ganzen Part rüber, über den Lag jammern, weil das hat mir gerade meine Freundin schon vorgeworfen. Du redest die ganze Zeit über den Lag. Ja, okay, gut, ist in Ordnung, aber er nervt. Ja, beziehungsweise, dann hat sie die Diskussion gestartet mit mir gerade, ob es das Lag oder der Lag heißt. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und es ist mir auch egal. Wir hatten auch das gleiche Thema schon über das Dungeon oder der Dungeon. Es ist wohl üblich, der Dungeon zu sagen. Ich sage ziemlich häufig das Dungeon, aber ehrlich gesagt, auch das ist mir ziemlich Pumpe. Keine Ahnung, aber ich weiß ja nicht. Lag, was ist da so gängig? Was würdet ihr sagen? Könnt ihr mal was reinschreiben? Ich kann ja mal Aufruf machen. Hier, schreibt mal einen Kommentar. Ist es der Lag, das Lag? Ihr werdet jetzt sagen wahrscheinlich, bist du bekloppt. Das heißt natürlich der Lag, du Lappen. Und da werde ich natürlich sagen, was? Lappen? Das kannst du aber nicht so zu mir sagen. Das klingt ja auch irgendwie fies. Da werdet ihr sagen, ja, es war auch fies gemeint, du Spasti. Warum fragst du überhaupt? Aber... So, nochmal ein bisschen Sprung, komm. Habe ich sogar getroffen? Nee. Ich wollte mich eigentlich nur dranhängen und umdrehen, aber ich... Irgendwie... Was ist denn los? Jetzt mache ich auch keinen... So. Ach, kann ich von hier nicht schießen?
Mhm. Nee, ich treffe noch nicht. Ja. Das wird was. Und ja, wieder knapp daneben. Ist aber auch vorbei und das ändert sich auch im Spiel nicht. Wir wollen Raketenbombs. Oh, der war aber doch dran. Okay, war er ja auch. Ist ja alles in Ordnung. Okay, wir haben was gefunden. Ein Energietank. Ah ja, er will mich aber nicht ranlassen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist der Durchgang? Wahrscheinlich nicht ganz unten, nö. Aber irgendwie, glaube ich, habe ich die Einstellung jetzt total verkackt. Das hat zwar für den Boss den Lag irgendwie bis... egal. Bisschen rausgenommen. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Das weiß ich jetzt echt nicht. Hä? Jetzt habe ich aber echt keine Idee. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da links erstmal hier durch muss. Dann hier irgendwie in die Wand rein und dann da oben lang muss, aber... Dem ist irgendwie nicht der Fall. Aha! Okay, verstehe. Aha. Na gut. Muss ich mir nur merken, wo die Dinger sind. Okay, in Ordnung. Jetzt da ganz gemütlich drüber stolzieren. Na komm, die anderen sind direkt oben drüber. Hopp. Und... Hopp. Oh, das war klar. Haha. Nicht mit mir, mein Freund. Irgendwie weiß ich aber auch nicht, wie ich da oben wirklich reinspringen soll. Das geht irgendwie nicht. Hopp. Ha. Reingelegt. Ist wahrscheinlich so gedacht. Gut. Hast du auf die Uhr geguckt, als ich wieder angefangen habe aufzunehmen, Schatz? Oh, wie ich mich treffen lassen habe. Und nochmal treffen lassen habe. Und nochmal. Komm. Komm, nicht bevor die sich wieder neu formen. Ich will nicht, dass sie sich neu formen. Danke. Gut. Fischereifachverkäufer haben wir auch kaputt gemacht. Und... Wo soll ich denn hin? Hä? Ich muss doch wieder nach oben, oder nicht? Okay, nein, ich kann hier oben nicht lang. In Ordnung, dann habe ich wohl doch irgendwo was übersehen. Ach, guck mal, da, nee, da bin ich hergekommen. Ha. Gut, dann muss ich vielleicht da oben lang. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es herausfinden. Denn es ist Zeit der Abrechnung. Ah, überall Raketen. Ah, Raketen, überall Raketen. Ah, wieso? Okay, komm. Oh, wieder wie der Fisch ist, ne? Die Dinger sind schon echt nervig. Und ich hätte sie gar nicht mehr wiedersehen müssen, weil ich wahrscheinlich einfach nur falsch gelaufen bin. Hopp. Und da hat er sich auch direkt verwandelt. Weil er extrem cool ist, wenn er das macht. Aber naja, egal. Erstmal aus diesem Mistbereich raus, das mit dem Wasser, das tut dem ganzen Spiel nicht gut. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich, wenn ich das sonst gespielt habe, dass ich da so Probleme hatte. Und es ist auch nicht, auch wenn ich nicht aufnehme, also das hat nicht mit Fraps zu tun. Oder mit dem Gerät, dem ominösen, das ich da angeschlossen habe, um es aufzunehmen. Ne? Und es hat wirklich diesen Mistlag immer. Oder dieses Mistlag, je nachdem. Achso, komme ich jetzt hier durch? Wäre nett. Nein. Ich komme wahrscheinlich immer noch nicht hier durch, oder? Was war das hier? Nee, komme ich auch nicht durch. Hm. Nun gut, das ist natürlich dann ungünstig. Dann geht das eben nicht. Dann muss ich herausfinden, wo ich denn jetzt lang soll. Wow. Ah, ging dann wieder da. Scheiße. Ja, da oben war natürlich der Weg. Mhm. Und... Hopp. Ja, das hat natürlich super geklappt. Und nochmal. Jetzt aber. Hier war der Recharge Room. Den besuche ich jetzt gerade mal, weil ich meine Raketen rausgekloppt habe, wie eine irre Drecksau. Okay. Mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich in Sektor 1 irgendwo einen Energietank vergessen habe. Ja, wenn ich hier eh wieder raus muss, kann ich mir den mal angucken. Aber dann werde ich einfach kurz in den Sektor gehen. Und dann sagen, ab jetzt gucken, Leute, ganz schnell. Und dann... Machen wir das schon. Wo ich mich jetzt ehrlich gesagt frage, was ich machen soll. Hier habe ich gar nicht mehr geguckt, ob hier was... kann auch gar nichts sein. Es sei denn oben, aber da bin ich nicht der Überzeugung von. Wobei, wir können eigentlich auch mal einen In-Game-Save machen, weil das wäre ja eigentlich auch gut. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich zurückkommen soll. Ich bin gerade verwirrt. Der andere Weg ging ja nicht. So. Ja, Karte, komm. So. Unten ging es nicht mehr. Nö, da war ja nicht weiter. Gut, hätte ich nochmal hochhüpfen können.
Da war der Weg zurück und dann eigentlich nur noch so. Aber wie? Das geht doch gar nicht. Warum nicht? Das ist doch gemein. Jetzt bin ich echt verwirrt. Wie soll ich das denn jetzt machen? Von der Richtung aus so. Ach so. Stimmt. Oh, dieser Raum leckt auch wie die Sau. Ja, danke schön. Alles nervt mich. Hey, wieso hast du dich wieder neu gebildet? Das darfst du nicht. Du musst mich einsammeln lassen. Du musst nicht mich einsammeln. Das wäre komisch. Wenn Gegner mich einsammeln, dann ist irgendwas faul. Aber wenn ich sie einsammle, dann ist alles gut. Ja, das war hier. Der Weg hier kennen wir schon. Ja, komm. Ne? So, super. Toll, klasse. Aber hier geht's auch nicht weiter. Und hier war der Endboss. Ja, haben wir jetzt auch gesehen. Und hier war irgendein kaputter Weg. Ah ja, das wäre der. Okay, verstehe, ja. Gut. Der war eigentlich unnütz. Und... ja, ne? Das war auch ziemlich unnütz. Weil wir da eigentlich auch mal eine Bombe hätten legen können. Naja, egal. Jetzt rennen wir erstmal durch wie die blöde Sau. Damit wir den Weg erstmal wieder frei haben. Das ist ja blöd. Aha. Das stört die hier gar nicht? Nö. Ja, und nu? Ah, so. Nicht mit mir. Fiesewicht. So, ja, das bringt ja auch nichts, weil wir hier nicht durchkommen. Das habe ich auch schon dreimal geprüft. Was soll ich denn jetzt tun? Na komm, bevor du dich neu bildest, will ich dich haben. Ich muss hier raus. Lasst mich durch. Ihr Fiesen. Aber da unten ging es doch nicht weiter. Hast du was gesehen? Ich bin verwirrt. Ah, alle werden jetzt sagen, oh Gott, bist du doof. Igel, meine Güte, warum kannst du nicht mal gucken? Das ist doch ganz einfach. Und ich werde sagen, nein, Leute, es ist nicht einfach. Sonst würde ich es doch sehen. Könnt ihr das nicht verstehen? Dass ich ein kleines Brain habe? Das gebrainfuckt ist? So, okay. Was war da? Da waren wir auch gerade schon noch drin, oder? Vielleicht ist hier oben noch irgendwas? Nope. Chuck Tester. Doch, hier ist doch irgendwas. Ah, der Weg. Den habe ich noch ganz vergessen gehabt. Okay, ist ja alles gut. Ja, dann habt ihr recht gehabt. Ich war doch doof. Ganz einfach. Hätte ich ja alles noch in Erinnerung haben können, hätte ich nicht zwischendurch schon wieder Pause gehabt. Mir reicht schon 2 Tage, dann habe ich wieder alles vergessen, was vorher war. Oh Gott. Ja, diese Viecher nerven wie die Hölle. Ich will keine Stinkschweine auf dem Weg haben, deswegen ist das in Ordnung. Okay. Dann alles über den Haufen, was irgendwie sich bewegt. Oh, warte mal. So weit wollte ich aber nicht über den Haufen werfen. Weil hier garantiert noch was gibt. Ah ja, okay. Ich muss durch die erste Wand durch. Und dann ganz cool nach oben jumpen. Ah, mhm. Ja, schön. War cool. Sehr schlau. Alles cool. So, und lauf. Und hopp. Und Bomben. Bomben! Wunderbar! Nochmal gucken, ob noch irgendwo was anderes ist hier. Nope. Einfach wieder runter. Und nochmal Anlauf holen und durchlaufen. Sehr schön. Ich weiß, ich auch beide Wege frei gemacht habe. Ey, das wird doch bestimmt eigentlich so ein... Nee, da oben hätte ich durchhüpfen müssen. Nee. Oh, wie sich gleich hier ganz viele tolle Fische bilden, ne? Ja, na danke schön, ey, echt. Ja, ich habe euch echt lieb, ohne Scheiß, also. Für so eine Aktion gehört ihr auch in den Kochtopf oder so, keine Ahnung. Okay, wir sind jetzt in Sektor 4. Ja. Und jetzt aber allerdings durch müssen. Also ich muss hier wirklich nach oben hüpfen. Und da unten ist nochmal sowas, wo ich aber noch nicht rankomme. Okay, na dann machen wir es mit Anlauf. Aber vielleicht reicht das auch so, ohne den Raum zu verlassen. Ja, Docke, dicke. Muss ich nicht die ganzen Gegner da nochmal auf dem Weg erleben. Ja, und wie ihr merkt, es ist immer noch nicht ganz sauber am Laufen. Also das da... ja, das geht sogar ziemlich runter. Ich glaube, es liegt am Wasser, aber wir werden das gleich rausfinden, wenn wir aus dem Wasserreich raus sind. Und
Naja, aber das Wasser wird jetzt auch anders gerendert, ne? Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich komme so schnell nicht mehr aus dem Wasser raus. So, gucken wir mal. Es ist hier. Lecker. Boah, ziemlich. Naja, eigentlich nicht. Ich habe immer kurze Einbrüche. Nee, das werde ich aber auf jeden Fall erstmal beseitigen müssen. Also irgendwie so weiter geht das nicht. Okay, ich habe mal nochmal eine Kleinigkeit umgestellt. Ich weiß, lange haben wir nicht mehr, aber wie gesagt, ich hatte ein paar Einstellungen gemacht, die sich beim Endboss bezahlt gemacht haben, aber danach irgendwie nicht so toll waren. Boah, das geht doch eigentlich relativ. Ich kriege immer mal ganz kurze Einbrüche. Ach, naja, das werden wohl die ganze Wasserwelt haben. Aber solange es so bleibt, kann ich damit relativ noch gut leben, weil ich spielen kann. Ja, wir sind jetzt hier in... Na, klasse. Ist das ein Schrott. Naja, gut. Kann ich jetzt irgendwie schlecht was gegen machen. Aber okay. Ich würde sagen, wir haben eine gute Folge hier vollgemacht. Und ich möchte das dann hier auch mal beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder von Metroid Fusion. Tschüss, euer Igel.